Corona hat so ein bisschen vielleicht bei uns allen die Nerven auch blank gelegt. Uns fehlt vielleicht ein bisschen Urlaub. Deshalb gibt es im Arbeitsrecht häufiger vielleicht zurzeit auch Konflikte. Und da ist vielleicht manchmal schnell gesagt, ich kündige. Ja, ist das denn wirksam? Das erkläre ich dir in diesem Video. Hallo, mein Name ist Nicole Mutschke, ich bin Rechtsanwältin und Fachanwältin für Arbeitsrecht. Ja, und in diesem Zusammenhang beschäftige ich mich natürlich sehr, sehr viel mit arbeitsrechtlichen Fragen. Während Corona, da lief das bei unseren Mandanten eigentlich ziemlich ruhig. Also da gab es so Fragen, wie machen wir das mit dem Homeoffice oder ähnlichem. Aber insgesamt war das eigentlich ganz entspannt, muss man sagen. Da waren Arbeitgeber und Arbeitnehmer eigentlich ein richtiges Team, fand ich super. Leider entwickelt sich das zurzeit so ein bisschen anders. Also da verhärten sich die Fronten heute. Häufig wird dann auch ganz, ganz schnell das Ganze sehr, sehr emotional und ja, manchmal endet das dann auch in dem bösen Satz, den man sich vielleicht so gegenseitig zuruft, ich kündige. Ja, und da ist die Frage, zwei Minuten später denkt man sich, oh, will ich wirklich kündigen und war das jetzt eigentlich schon eine Kündigung? Ja, und das will ich euch in diesem Video erklären. Und zwar ja, gleichermaßen, ne? Du als Chef bist mal gerade unter die Decke gegangen und hast deinem Mitarbeiter zugerufen, ich kündige. Oder andersrum, du als Arbeitnehmer hast dir gedacht, so, komm, Junge, ich lasse mir auch nicht alles gefallen und hast deinem Chef zugerufen, ich kündige. Ist damit dann das Arbeitsverhältnis beendet? Und da kann man mal sagen, es kommt nicht drauf an. Nein, es ist ganz, ganz klar, nein. Das ist keine wirksame Kündigung. Denn im deutschen Arbeitsrecht steht sogar im Gesetz geschrieben, und es gibt wenig, was da im Gesetz geschrieben steht, aber das steht fest, muss eine Kündigung schriftlich erfolgen. Und zwar ganz unabhängig davon, ob das explizit in eurem Arbeitsvertrag so drinsteht oder da überhaupt erwähnt ist. Eine Kündigung muss schriftlich erfolgen. Also sprich, wenn ihr rauchschwadenmäßig unter die Decke geschnellt seid und dabei noch gerufen habt, ich kündige, dann ist das sicherlich nicht zuträglich für das Miteinander und da sollte man das Gespräch suchen. Eine echte Kündigung ist das Ganze aber nicht. Und wenn sich dann sozusagen ja, das Ganze etwas beruhigt hat, dann würde ich auch sagen, such das Gespräch, denn wie ich immer im Arbeitsrecht sage, da ist tatsächlich mal Schweigen Silber und Reden Gold, also sprich, das meiste kann man da lösen. Ja, und wenn man es dann doch nicht lösen kann, dann muss man wirklich eine schriftliche Kündigung, also aufschreiben und das Ganze dann doch nochmal dem jeweiligen Gegenüber übergeben. Aber mündliche Kündigung, ganz klares, unwirksam, also macht euch keine Sorgen oder ihr müsst eben eine schriftliche Kündigung hinterher schieben, wenn es denn wirklich so sein soll. Natürlich erklären wir euch auch noch ganz, ganz viele andere Probleme, muss man ja sagen, im Arbeitsrecht. Bleibt also dran und guckt fleißig unsere Videos, dann wisst ihr ganz genau, wie es richtig geht mit der Kündigung, mit der Abmahnung oder auch sonst.